weil der Ton eine andere Definition hat und eine andere Präzision, als wenn der Arpo angespielt wird. Also, und weil man halt auch, also Arpo bietet sich an für längere Noten, da wird es auch im Jazz dann häufiger eingesetzt bei Balladen, für Schlusstöne oder für Melodien, die halt anders gestaltet werden können, dann dadurch, dass der Ton mehr Sustain hat. Wenn man Pizzicato spielt, je nach Seite und nach Instrument irgendwann weg der Ton. Und das ist aber auch das, was man will, wenn man zum Beispiel eine Uptempo-Swing-Nummer spielt, dann sollte es eine Präzision haben, eine Time-Information und die ist einfach leichter, präzise herzustellen, die Pizzicato. Deshalb gehört der Bass ja auch zur Rhythmusgruppe im Jazz. Das stimmt.